Hey Leute, hier ist euer Manu Let's Play mit einem neuen Video und bevor ich gleich zum Thema komme, ein paar kleine Infos. Und zwar hat der Freddy Arts mir ein neues Intro gemacht, wie ihr gerade gesehen habt. Und ich finde, ohne Scheiß Leute, er hat sich das selbst übertroffen. Er hat so gute Arbeit geleistet, das gefällt mir so sehr. Ich hoffe, es gefällt euch genauso wie mir, denn er macht es auch noch für kostenloses Geld. Also ihr müsst nichts bezahlen, geht einfach auf seine Seite, meldet euch an, indem ihr dieses Bewerbungsformular ausfüllt und ihr macht euch nach der Zeit ein Intro. Ihr könnt dann auch ein paar Sachen noch eingeben, was ihr zum Beispiel haben wollt. Und dann wird er sich drum kümmern und ich finde, da macht er schon extrem nice Arbeit. Und Scheiß, lohnt sich auf jeden Fall bei ihm vorbeizuschauen. Er ist natürlich in der Beschreibung, dass ihr euch selbst mal ein Bild von seiner Arbeit macht. Aber was ich bisher so gesehen habe von seinem Zeug, es ist extrem nice. Und als ich mein Intro gesehen habe, ohne Scheiß, ich habe mir gedacht, wow, wie geil ist das denn? Und genau so müsst ihr denken, ihr solltet unbedingt bei ihm vorbeischauen, denn er hat es echt verdient. Und besonders, ich kenne Leute, die machen Intros für Geld, ja? Und diese Leute, die Intros für Geld machen, machen teilweise schlechtere Arbeit als der Freddy. Also deswegen schaut unbedingt bei ihm vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall, kann ich nur sagen. Komme ich mal zu dem Thema, das ich heute ansprechen möchte. Und zwar möchte ich heute mal wieder eine Folge Die dümmsten Gesetze der Welt bringen. Denn diese Serie gefällt mir sehr, ich hoffe euch genauso. Für die Leute, die die Serie noch nicht kennen, in dieser Serie Die dümmsten Gesetze der Welt spreche ich immer dumme Gesetze der Welt an, ohne dass ich eine Ahnung habe, was mich gleich erwarten wird, weil diese Gesetze, ohne Scheiß Leute, die sind so dumm, das ist einfach nur lustig und wenn man dann keine Ahnung hat, was einen erwartet, ist es umso geiler und deswegen gebe ich dann noch meinen Senf dazu und es ist so die Serie und ich habe mir so überlegt, wenn diese Serie so gut ankommt, ja, also wenn die euch gefällt, diese Serie, dann werde ich sie ausweiten, das heißt, dann werde ich so Sachen bringen wie die dümmsten Menschen der Welt oder die dümmsten Tode der Welt, damit da noch ein bisschen mehr lustiges Zeug reinkommt, weil ohne Scheiß, ich finde, sowas ist einfach total geil und gefällt mir sehr. Ich hoffe euch genauso. Komme ich auch gleich mal zum ersten Gesetz und zwar ist in Arkansas Flirten in der Öffentlichkeit verboten. Dafür gibt es 30 Tage Gefängnis und ich finde ohne Scheiß, Leute, das ist einfach nur krank. Ich meine, wie kommt man auf sowas? Flirten ist was ganz Normales. Und wenn man das dann nicht mehr in der Öffentlichkeit machen kann, wo soll man es denn sonst machen? Du schreibst ein Mädel an, komm mal zu mir nach Hause. Als ob die Tusse das machen würde. Niemals. Also das ist totaler Schwachsinn. Und wer auf sowas gekommen ist, der gehört ohne Scheiß verprügelt. Und dann komme ich auch gleich mal zum nächsten Thema. Oder besser gesagt zum nächsten. Und zwar in Florida sind ledige, geschiedene und verwitwete Frauen an Sonn- und Feiertagen verboten, dass sie Fallschirm springen dürfen. Okay? Warum auch immer die so auf so einen Schwachsinn kommen, ich habe keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall unnötig. Und für diese Gesetze, ohne Scheiß, Folter, ohne Scheiß, sowas gehört gefoltert, so Leute, die sich so dumme Gesetze einfallen lassen. In Idaho, in Cossier de Allen, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ich kann kein Französisch oder was das ist, steht Sex im Auto unter Strafe. Polizisten, die die Täter tappen, müssen jedoch hupen und 3 Minuten warten. Alles klar, das reicht doch für ein Quickie, oder? Naja, kommen wir zum nächsten Gesetz. Und zwar ist es in Salem in Massachusetts selbst verheirateten Paaren verboten, in Mietwohnungen nackt zu schlafen. Also extrem wieder das unnötige Gesetz und ein Grund, nicht zu heiraten. Und ihr wisst sowieso, Leute, wenn ihr keinen Sex mehr haben wollt, dann heiratet ihr am besten. Das Ähnliche ist auch das nächste Gesetz. Und zwar dürfen in Nebraska in Hastings Ehepartner beim Sex Nachthemden tragen. Ja, die müssen das. Also wirklich total unnötig. Müsst ihr euch mal vorstellen, ihr schwitzt da so und müsst dann Nachthemden tragen. Ist doch extrem unangenehm. Aber ganz ehrlich, Leute, wer soll sowas nachprüfen? Also sowas wäre mir scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Nächstes Gesetz wird auch wieder so richtig unnötig sein. Und zwar dürfen Paare in North Carolina nur dann in einem Hotelzimmer schlafen, wenn die Betten einen Mindestabstand von 60 cm haben. Erstens mal, wer prüft denn das nach, ne? Wie weit die Betten voneinander entfernt sind und vor allem ist doch extrem die Arbeit, sich dann so ein Hotelzimmer rauszusuchen, wo die Betten 60 cm voneinander entfernt sind. Richtig unnötig, würde ich sagen. In Oxford in Ohio dürfen sich Frauen nicht vor Bildern, die Männer zeigen, ausziehen. Auch so ein richtig geiles Gesetz. Ich meine, stell euch mal vor, da ist dann so ein Bild von einem Mann und so eine Frau zieht sich aus und dann kriegst du eine Strafe dafür. Einfach weil du das nicht wusstest oder weil du das Bild nicht gesehen hast oder so. Totaler Schwachsinn eigentlich. Naja. In Oregon, in Willowdale, dürfen Ehemänner beim Sex nicht fluchen. Wer auch immer das nachprüfen will, ich habe keine Ahnung, steht wahrscheinlich so ein Polizist nebendran, wenn du gerade Geschlechtsverkehr hast und wedelt sich da eine drauf und passt darauf auf, dass du nicht fluchst. Läuft auf jeden Fall.
In South Carolina darf ohne Erlaubnis, also offizielle Erlaubnis, niemand in Abwasserkanälen schwimmen. Das ist ein richtiges geiles Gesetz. Also, ich weiß nicht, ich wollte schon immer mal in Abwasserkanälen schwimmen. Ist mein Hobby. Bei euch nicht? Okay, dann verstehe ich das nicht, weil Abwasserkanäle turnen auf jeden Fall an und finde ich richtig geil. Würde ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, da in Abwasserkanälen zu schwimmen. Läuft. In Texas, in San Antonio, ist der Gebrauch von Augen und Händen beim Flirten illegal. Ich verstehe jetzt nicht, was sich die Leute da vorstellen, weil ohne Scheiß, wie sollst du flirten, wenn du keine Augen hast oder wenn du deine Augen zumachst oder allgemein? Macht keinen Sinn. Richtig unnötig. Wer kommt auf sowas? Der könnte ohne Scheiß verprügeln. Ohne Scheiß. In Brooklyn, in New York, dürfen Esel nicht in Badewannen schlafen. Ist okay, ohne Scheiß, läuft richtig bei denen. Wer kommt denn auf sowas, Alter, Leute? Es läuft so richtig bei den Amerikanern. Die haben irgendwie so dumme Leute da drüben, dass die auf solche verdammt bescheuerten Gesetzestexte kommen. Naja, Leute, ich würde sagen, das war's dann auch mal wieder mit den Gesetzen für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut gerne mal bei meinem Kanal vorbei, denn da habe ich noch drei andere Gesetzesfolgen. Und dann würde ich sagen, war's das von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.